Es hat gefühlt jede Person in meinem Umfeld irgendein Lebensmittel, das sie nicht verträgt oder irgendeine Allergie. Wenn du dir selber mal die Haare abschneiden solltest? Auf Social Media werben die Anbieter recht aufdringlich für Selbsttests, die angeblich ein einfacher und bequemer Weg sind, um eine Allergie oder Unverträglichkeit nachzuweisen. Ich weiß jetzt, dass ich Gluten zum Beispiel überhaupt nicht gut vertrage. Teste deine Reaktion auf die 95 häufigsten Lebensmittel. Also ich habe den Eindruck, jetzt gerade Toranalyse boomt im Moment. Das Geld zum Fenster rausgeschossen und bringt Gefahr. Mit sich, machen das nicht. Was steckt hinter diesen Selbsttests für die Hei? Können die tatsächlich etwas nachweisen oder sind die pure Geldverschwendung und sogar gefährlich? Eine wunderbare, echte Locke. Hast du das Gefühl, dass du eine Unverträglichkeit oder eine Allergie hast? Also eins weiss ich, das ist eine Wasserallergie. Ob ich dusche oder baden oder ob ich schwitze, dass ich rote Pünktchen oder so bekomme. Ja, ich bin auf Erdnuss allergisch. Ich verträge alles, ich esse alles. Ja, gehört zu den Glücklichen. So, I have a small intolerance for red wine, but other than that, nothing really. Unverträglichkeit würde ich eher schon so Lebensmittelunverträglichkeit sagen. Also Milchprodukte vor allem. Ja, ich habe Laktoseunverträglichkeit. Alles super, ich bin fit. Vertrag alles. Ich habe das Gefühl, dass es einige Leute gibt, die nicht wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Unverträglichkeit und Allergie. Ich selber habe das auch erst durch die Recherche gecheckt. Bei der Unverträglichkeit geht es darum, dass dein Verdauungssystem gewisse Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln nicht aufnehmen oder verdauen kann. Zum Beispiel Fructose- oder Laktose-Unverträglichkeit. Allergien hingegen sind eine Überreaktion vom Immunsystem auf eigentlich harmlose Stoffe wie Nüsse oder Gräser. Und übrigens, Intoleranz ist einfach ein anderes Wort für Unverträglichkeit. Und hast du eins von beiden müssen abklären lassen oder sind das einfach Selbstbeobachtungen? Die Wasserallergie, die habe ich abklären. Und mit den Unverträglichkeiten? Das habe ich selber. Mhm. Du hast es beim Arzt testen. Ja. Is this something that you would like go to a doctor to get it diagnosed or no? Nah, not really. Okay. I don't think so. Etwa jede vierte Person hat in der Schweiz das Gefühl, dass sie auf ein Lebensmittel allergisch ist. Expertinnen sagen aber, dass tatsächlich nur ein kleiner Teil wirklich eine Allergie hat und dass die meisten aus dieser Gruppe einfach eine Unverträglichkeit haben. Im Moment werben einige Anbieter recht offensiv für Unverträglichkeits-Selbsttests auf Social Media. Die bewegen sich preislich zwischen 40 Franken bis weit über 100 Franken. Seit einiger Zeit habe ich nämlich immer wieder mal mit einem Blähbauch zu kämpfen. Ich mache jetzt noch einen echt coolen Test dazu und ich dachte, ich nehme euch da einfach mal mit. Dann kommt ihr auch schon zur Probe, weil da muss man 15 bis 20 Haare reintun. Es ist wirklich super, super wichtig, genau die Haare an der Wurzel abzuschneiden. Man kann zum Beispiel auch sehr gut sehen, hier bei Obst, dass ich Bananen nicht ganz so gut vertrage. Hast du eigentlich auch schon so einen Unverträglichkeitstest oder Allergietest online gemacht? Was sind deine Erfahrungen damit? Schreib's mir doch in die Kommentare. Wir wollen das jetzt selber testen. Wir haben den Unverträglichkeitstest gewählt, der uns in der Recherche besonders häufig aufgefallen ist. Sie sagen, dass sie auf 650 Sachen testen. Darunter sind verschiedene Lebensmittel, Materialien und Tierhaar zum Beispiel. Und das alles wollen sie anhand von einer Haarprobe herausfinden. Ich versuche mich gerade online anzumelden für so einen Unverträglichkeitstest. Da muss man einige Sachen ausfüllen im Fragebogen. Rauchen tue ich nicht. Ausdauersport von 1 bis 3, 1. Vegan 1, vegetarisch 2. Antriebsschwäche, 1. Durchfall ab und an. Hey, was wollen die alles von einem wissen? 10 bis 20 Haar. Hure viel sind ausreichend von den Wurzeln abschneiden. No. Chair is ready. So, ja, das sind locker 20. Rein mit dem. Zumachen und das abschicken. Mein Selbsttest ist unterwegs auf Deutschland in der Untersuchung. Neben denen, die Haarproben analysieren, gibt es auch noch die, die Allergien nachweisen wollen. Für das muss man aber meistens eine Blutprobe schicken. Ein bisschen Überwindung, sich selber Blut abzunehmen, aber das Ergebnis lohnt sich. Anschließend führt ihr die Testabnahme zu Hause alleine durch. Das ist wirklich ganz easy und schmerzfrei. Wie es ganz allgemein um deine Gesundheit steht. Unsere Tests kann man einfach von zu Hause aus anwenden. Ich fahre sogar auf Noemi Böhre vom Allergiezentrum Schweiz und ich will von ihr wissen, ob die Tests tatsächlich etwas können oder völliger Humbug sind. Hallo, du bist Noemi. Ja, genau. Freut mich. Hi.
Es gibt ja auch die Bluttests für die Heime zum Allergien nachweisen. Was haltest du von denen? Ja, Finger weg davon. Weil es ist wie viel zu komplex, eine Allergie können nachzuweisen, als daheim in so einem Bluttest. Es ist dann auch, du bist alleine, du hast keine Interpretation dazu, du weißt nicht, was es braucht, denn noch für im Alltag umzusetzen. Es gibt zwei verschiedene Methoden, wie Anbieter von Selbsttests probieren, eine Allergie nachzuweisen. Dabei spielen Antikörper im Blut eine wichtige Rolle. Gewisse Selbsttests analysieren die Antikörper von der Klasse G, also IgG-Antikörper. Andere Anbieter schauen auf die IgE-Antikörper. Was ist denn genau das Hauptproblem bei diesen Bluttests? Ja, dass die meisten Selbsttests nicht wissenschaftlich valid sind. Also sie sind nicht zur Diagnose geeignet von einer Allergie oder Intoleranz. Sei es eben bei einem IgG-Test. Das bedeutet, dass du wie einfach Kontakt hast mit diesen Nahrungsmitteln und es dann positiv im Blut das anzeigt. Aber es wird nicht zur Diagnostik von einer Allergie oder Intoleranz hinzugezogen. Also es zeigt nur das, was ich sowieso schon viel konsumiere. Also ich esse viel Bananen im Alltag, also kann ich das nachweisen, dass ich Bananen esse. Ja, genau. Gibt es denn überhaupt irgendeinen Weg, dass so ein Bluttest etwas aussagen kann? Ja, bei der Allergie ist der IgE-Antikörpertest. Das heisst, man tut die IgE im Blut messen. Das positive Ergebnis heisst aber nicht, dass du eine Allergie hast dagegen, sondern es zeigt nur auf, dass du eine Bereitschaft hast, allergisch zu reagieren. Und für dass man wirklich eine Allergie jetzt auf Erdnuss zum Beispiel kann diagnostizieren, ist es wichtig, dass man vorher zuerst Symptome anschaut. Also wirklich das erfasst, wann hast du Symptome, wie treten die auf, so eine ausführliche Befragung macht, der Hauttest plus der Bluttest macht. Und wenn das alles zusammenstimmt und ein einheitliches Bild gibt, dann kann man eine Allergie diagnostizieren. Das heisst, es gibt wie verschiedene Methoden, um das zu messen, aber nur eine, eben IgE statt IgG, ist das, wo man wirklich etwas herausfinden kann. Genau, aber immer in Relation muss setzen mit dem Gesamten und auch korrekt interpretieren. Aber wie gesagt, nur der alleine IgE-Test im Blut, der positiv ist, heisst nicht, dass ich eine Allergie habe. Das ist ganz wichtig zu wissen. Würdest du jetzt empfehlen, dass man auf eigene Faust so einen Selbsttest macht und sich diagnostiziert? Nein, wirklich nicht. Also wirklich, das ist Geld zum Fenster rausgeschossen und bringt Gefahren mit sich. Machen das nicht. Was könnten gefährliche Konsequenzen sein, wenn ich jetzt so einen Selbsttest mache? Im schlimmsten Fall tust du dich so einseitig ernähren, dass es wirklich nicht zu einer Mangelernährung kommt. Und hinzu kommt, dass die meisten Tests hier relativ teuer sind, dass du so ein Loch im Portemonnaie hast. Mhm. Zurück zu den Unverträglichkeitstests. Nach dem Gespräch mit der Noemi Böhre bin ich wirklich immer skeptischer, ob die Tests überhaupt etwas bringen. Darum wage ich ein zweites Experiment und schicke Fake Plastikhaar ein, um zu schauen, ob wir dort auch ein Resultat bekommen. Wir haben die Haare. Sie sehen mega echt aus. Ich finde, sie glänzen so richtig. Wir machen den ganzen Spass jetzt nochmal. Und zwar versuche ich den Fragebogen so ähnlich wie bei meinen Echthaaren auszufüllen, damit wir möglichst gleiche Voraussetzungen haben. Einfach natürlich, dass ich Fake-Haare einschicke. Los geht's für Menschen, nicht für Haustiere. Ich habe mir schon beim ersten Mal gedacht, wieso müsst ihr so viele verschiedene Sachen abfragen? Und jetzt beim zweiten Mal, wo wir sogar nur Fake-Haare einschicken, finde ich es ehrlich gesagt schon relativ unschuldig, dass sie die Daten von mir haben. Ich hoffe, sie checken das nicht. Obwohl, so auf den ersten Blick, finde ich, sieht es gar nicht so schlecht aus. Es ist jetzt genau eine Woche vergangen, seit ich meinen Echthaartest eingeschickt habe. Und ich habe jetzt per Mail ein 31-seitiges Dokument bekommen, wo auf der ersten Seite schon mal steht, dass das nicht einen Arztbesuch ersetzt. Finde ich irgendwie mega spannend, dass das alles jetzt steht. Ich habe das, als ich den Test gemacht habe, nirgends gefunden als Disclaimer. Kuhmilch verträge ich nicht, habe ich jetzt auch noch nie gemerkt. Honigmelone und Feige. Also Honigmelone esse ich im Sommer eigentlich jeden Tag. Ich hätte noch nie etwas gemerkt. Tierhaar wellensittig. Stearinsäure, Manigelatine, Glycin. Ich fühle mich wie in einer Chemielektion. Ja, theoretisch reagiere ich laut Ihnen auf 25 Sachen ganz stark. Ich bin sogar noch mal nachschauen. Auf der Website des Anbieters findet man auf Anhieb kein Statement, dass der Selbsttest kein Arztbesuch ersetzt. Man muss mega suchen und erst in den AGBs findet man versteckt einen kurzen Hinweis darauf.
Ich gehe jetzt mit diesen Ergebnissen zu der Diana Studerus. Sie ist Ernährungsberaterin am Gastrozentrum Hirzlande, hier in Zürich. Und sie setzt sich täglich mit Unverträglichkeiten auseinander. Ich habe ja so einen Haarprobtest gemacht und bin recht verklüpft, als ich sehe, dass es 31 Seiten sind. Also, kennst du die Tests? Ja, doch, den kenne ich. Ich schaue ihn schnell durch. Ja, es ist so das bekannte Bild, die Milch geht nicht, genau, ganz viel Gemüse, die nicht gehen, ein paar Früchte. Das finde ich auch spannend, Honig, Melone und Feige ist sich im Sommer eigentlich fast täglich. Okay. Ja. Okay. Und auch dort spürst du jetzt nicht, wenn du das gegessen hast, dass es tendenziell ein schlechterer Tag wäre oder dass du mehr Symptome hast? Nein. Okay. Dann nehme ich an, du isst jeden Tag Leber vom Lamm. Ja, genau. Mega wichtiges Lebensmittel. Hirse und auch wieder spannend, oder Weizen. Ja. Also Weizen und Milch, wenn du das jetzt weglassen würdest. Das wären zwei recht grosse Gruppen. Das wären zwei recht grosse Einschneidungen. Und wenn ich jetzt hier gelesen habe, ich kann Honigmelonen nicht essen und Kuhmilch, kann das dann nicht trotzdem sein, dass ich das nicht verträge? Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass eine Unverträglichkeit immer Symptome zeigt. Sonst ist es keine Unverträglichkeit. Was haltest du von so Selbsttests? Nicht viel. Also ich glaube, man kann das sehr kollektiv sagen. Selbsttests für Unverträglichkeiten, die man daheim machen kann, egal ob Haar oder Blut, sind nicht wissenschaftlich und auch nicht aussagekräftig. Wenn du am gleichen Tag nochmal den gleichen Test gemacht hättest, hättest du wahrscheinlich zwei verschiedene Ergebnisse bekommen. Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn es dann darum geht, eine Diagnose zu stellen. Oder? Weil wenn das so gross schwankt, auch innerhalb des gleichen Menschen, dann können wir das eigentlich als nicht wissenschaftlich anschauen. Mhm. Ich denke, im Moment kannst du wirklich sagen, die Tests, egal welche du machst, ist Geld, das du einfach zum Fenster auswirfst. Würdest du sagen, das nimmt zu? Also kommen immer mehr Leute mit so Tests zu dir? Ja, würde ich sagen. Also ich habe den Eindruck, jetzt gerade die Toranalyse boomt im Moment. Es gibt auch verschiedene andere Testverfahren und die kommen immer so kleine Wellen. Aber ich würde sagen, unterm Strich ist das definitiv zunehmend. Ich sehe etwa 25 Patientinnen und Patienten in der Woche und 3, 4, würde ich sagen, kommen mit so etwas. Wie nehmen das Leute? Also sind sie so, fangen sie schon dann an, eben mega viele Sachen wegzuhalten in der Ernährung? Oder wie nimmst du das wahr? Ganz unterschiedlich. Also ich habe schon Menschen, die kommen und sagen, ich habe den Test gemacht, ich habe das alles weggelassen, mir geht es nicht besser. Was habe ich? Also wo wirklich dann auch sehr stark Hilfe suchen oder eine Diagnose möchten. Wiederum habe ich Menschen, die möchten Gewicht verlieren, die so einen Test machen, wo mir der Zusammenhang dann teilweise auch nicht ganz so schlüssig ist. Also Beweggründe sind sehr vielschichtig und vielseitig. Was ist denn so die grosse Gefahr, wenn ich alleine zu Hause so einen Test mache? Ich würde sagen, bei etwa 80% von diesen Personen sehe ich, dass sie Kriterien für eine Essstörung erfüllen würden. Aufgrund von so einem Test? Aufgrund von so einem Test. Und dort geht es vor allem darum, dass sie wie Angst haben vor diesen Lebensmitteln und wie auch Angst haben, die wieder zu essen, weil sie Angst haben vor Beschwerden. Und ich habe auch Menschen, die zu mir kommen nach mehreren so Tests, die vielleicht noch 15 bis 20 Lebensmittel gegessen haben. Gerade wenn man so einen Test hat, der das so schön mit roten und grünen Pünktchen einem illustriert, hat man natürlich wie so ein bisschen einen objektiven Grund, das auch so zu machen. Und das ist dann sehr schwierig, dann die Glaubenssätze aufzulösen und auch deren Angst zu begegnen. Wie würde denn so eine seriöse Diagnosestellung funktionieren? Also ich finde eigentlich bei etwa 3/4 der Patienten im Rahmen von einem Gespräch heraus, was sie haben. Das heisst, ich schaue mir an, welche Beschwerden haben sie, was essen sie, wo spüren sie schon, dass, wenn sie das Essen, es Beschwerden gibt. Und mit dem kann ich es recht schnell und auch sehr genau eingrenzen. Und dann machen wir wie ein Ausschlussverfahren. Das heisst, das, was wir vermuten, dass der Trigger ist, den lassen wir weg für eine gewisse Zeit, schauen, ob es dir besser geht. Wenn wir merken, dass es funktioniert, dann ist es sehr einfach gewesen. Und wenn nicht, suchen wir natürlich auch weiter, bis wir das finden. Und in der Regel gelingt uns das, oder mir, relativ schnell. Und nur wenn wir jetzt wirklich merken, okay, dir geht es einfach nicht besser, egal was wir machen, oder auch, du willst das nochmal ganz genau wissen und bestätigt haben, machen wir dann wie diagnostische Verfahren, entweder eine Gastroskopie, also eine Magenspiegelung, oder auch einen Atemtest. Mhm. Also so eine seriöse Diagnosestellung ist recht weit weg von diesen Tests und Messverfahren, die wir da angeschaut haben. Unbedingt, es ist einfach zu einfach. Nur ein bisschen Haar abschneiden und das Gefühl haben, man weiss, was es ist. Es geht viel, viel weiter und viel tiefer, das wirklich seriös abzuklären. Ja. Wir haben mittlerweile auch das Testergebnis bekommen von den Fake-Haarsträhnen und ich bin recht schockiert, weil ich nicht gedacht habe, dass wir überhaupt eine Antwort bekommen. Und die Fake-Haarsträhne hat tatsächlich 20 Unverträglichkeiten laut innen, von Pilz über Fenchel, über Walnüsse und auch Honigmelonen.
Und das zeigt nochmal recht deutlich auf, dass die Testergebnisse völlig zufällig sind. Wir haben den Anbieter von diesen Haartests, Medicross Labs, natürlich auch konfrontiert. Das sind die, die auf Insta und TikTok recht viel Werbung schalten. In ihrer dreiseitigen Stellungnahme gehen sie nicht wirklich auf unsere Fragen ein. Sie schreiben und relativieren. Medicross Labs weist seine Kunden darauf hin, dass es sich bei den Tests nicht um konventionelle, sondern um komplementär- und alternativmedizinische Maßnahmen handelt. Die Tests von Medicross Labs liefern Anhaltspunkte, denen die Nutzer im Zweifelsfall mit den üblichen Diagnoseverfahren in Arztpraxen, Bluttests, Stuhlproben etc. nachgehen. Was auch noch wichtig ist, sie sind nur ein Anbieter von mehreren, die auf solche nicht wissenschaftliche Selbsttests setzen. Hey, wie wir es bereits geahnt haben, sagen die Tests nichts aus. Wenn du wirklich einen Verdacht auf eine Allergie oder eine Unverträglichkeit hast, dann würde ich direkt zu einer Fachperson gehen und das Geld für die Selbsttests sparen und in eine Honigmelone investieren, wo ich immer noch mit gutem Gewissen weiterwisse. Hey, wenn ich mir schon ein paar Haare abschneiden für die Repo, kannst du uns wenigstens ein Like und ein Abo dalassen. Michelle hat auch schon mal ein Selbstexperiment gewagt und einen Tag als Dialogerin gearbeitet. Das findest du da.